Hallo Zelda-Freunde! Ich meine natürlich Freunde von gepflegten Open-World-RPGs. In dieser Tutorial-Reihe will ich euch zeigen, wie ihr die Gewölbe des Tartaros inklusive Truhen lösen könnt. Und der Anfang macht Medusas Versteck. Um auch international helfen zu können, werde ich gegebenenfalls einige schriftliche Anmerkungen in Englisch hinzufügen, aber das soll euch natürlich nicht stören. Für dieses Gewölbe braucht ihr keine bestimmte Ausrüstung, da ich mal davon ausgehe, dass ihr den Bogen und die Flügel ohnehin habt. Blaue Pilze bzw. Ausdauertränke und erhöhte Ausdauer sind hier aber auch ganz nett und erleichtern euch die Sache an manchen Stellen. Den Weg zeige ich euch hier, der Rest hat ein wenig mit Geschick zu tun und ein wenig Trial und Error ist auch dabei, aber dafür finde ich die Zwischenspeicherpunkte hier fair gesetzt. Je, hier seht, gönnen wir uns natürlich auch zwischendurch mal das ein oder andere Äpfelchen, Pilzchen oder Tränkchen. Hier müsst ihr euch beeilen, weil wie ihr bereits im Hintergrund hört, ist die Zeit am Ticken. Wenn ihr es nicht ganz rechtzeitig schafft, macht natürlich auch nichts, denn ihr könnt den Schalter auch von hier nochmal aktivieren, vorausgesetzt ihr trifft. In dieser Passage solltet ihr auch auf die herunterfallenden Steine achten, denn die können euch im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Leben hauen.